So, eingeläutet die erste Gremienrunde. Da brauchen wir also drei. Dreimal für die C-Klasse, Bargeld, dreimal Bargeld für die Junioren. Und wir haben gerade den Luka Jabczynski gesehen, vom RV Lindfeld, ebenfalls ein klasse Juniorenfahrer, gehört auch zur deutschen Spitzenklasse. So, wir läuten wieder ein, die zweite Wertung dann ein. Die zweite Wertung ist die Runde. Die Leute zur Wertung. So, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, Punkte zu vergeben. Und da haben wir die Junioren jetzt vorne gesehen. Punkte, die war, wissen das natürlich auch und sind entsprechend vorbereitet und versuchen natürlich hier in der dritten Wertung sich vorne zu zeigen. Ein dreifach Bargeldprämie, zweimal, einmal für die Elite und einmal für die Junioren. Dreimal Thomas Block von RC Offenbach mit 6 Punkten, dann auf Platz 3 der Leonie Berlitz von Weltgemeinde BG mit 2 Punkten, 1 Punkt hat der Joel Hendrik Braun aus dem Frankfurt, das war also hier das Ranking hier. Nicht die Punkte verteilen? Jawohl, Martin, super! Ja, ist sehr anstrengend. Ja, neutrale Fahrt, keine Wertungsrunde, keine Prämienrunde. Jetzt können die Fahrer also Martin, super. Registrieren oder ja, ein bisschen der Taktik oder ein Konzept zurechtlegen. Locke-Wertung. Die Punkte ist so, wir läuten ein, die Gremienrunde. So schlimm, sicher sind die Punkte wichtiger. Ja, das ist der Juniorenfahrer, der Tim Goldberg nahm. Ja, die werden jetzt nicht sprinten, sie fahren also hier durch, werden sich natürlich unterwegs auch entsprechend abbilden. Besten drei Junioren, da hatten wir ja die 127 vorne. Matthias, mal vorfahren, Gas auf! Aber hat sich jetzt wieder eingereiht oder einreihen müssen, der Tim Goldberg? Wollen wir mal schauen, wie sie sich... Martin, ja! Die 13 Martin Heine, also hier vorne, mit der 5 Punkte. Achtung Junioren, nochmal Prämienabnahme. So, die drei Jahre. Also die Mitte kommt, ist ausgefahren. Da hat man da in der Wattzahl. Ja, jetzt schauen Sie mal die Junioren, die sich mal ein bisschen absetzen. Schauen wir mal, die Vierergruppe ist nicht mehr zusammen.
Die neun hat abreißen lassen müssen. Oder 34, also ein Juniorenfahrer, das ist der Oskar Ulig. Auch kein schlechter, neunter der deutschen Meisterschaft auf der Straße bei den Junioren, also im Nachwuchswettbewerb. Die drei halten es also bestimmt durch. Jetzt schauen wir auf den Kölner mit der Neune. Hat die Lücke größer werden? Die Mann werden da also jetzt drum streiten. Martin Heine, Jakob Stenzel und der Valentin Schalloy. Oder 34, das ist einer, der sich noch einmal hier absetzt und für die Juniorenwertung nochmal. So, liebe Radio-Freunde, letzte Runde, letzte Glocke in diesem Rennen und letzte Anfeuerung für unsere drei, die jetzt hier den Sieg und die Wertungsrunde, letzte Runde, Schlussrunde läuft. Neuer Bericht von Pauli Frankfurt in Kirche. Ist ja auch unser Kölner Freund, aber hier vorne geht erstmal die Posten ab und wir werden nochmal die Punkte vergeben. 10 Punkte oder 6 Punkte. Oh, das war nochmal knapp. Martin Heine war dabei auf der rechten Seite mit der 13. Und hier kommt noch einmal das Feld heran und sichert sich nochmal Punkte. Und hier die 9 kommt der Mann aus Köln. Hat keinen Punkt mehr geholt, aber großartig gefahren. Und er wird ganz sicherlich unter den Top 5 oder 6 sein hier in diesem Rennen heute. Meine Damen und Herren, liebe Radsportfreunde, wir kommen dann zur ersten Siegerehrung des Tages. Siegerehrung Junioren, erstes Rennen über 40 Runden als Kriterium ausgetragen. Auf Platz 3 mit 2 Punkten Luca Jabczynski. Vom RV Lingenfeld, herzlichen Glückwunsch. Also, diesmal gibt es eine tolle Medaille von der Stadt Bad Homburg als kleine Erinnerung und noch ein kleines Sachgeschenk. Auf Platz 2 mit 4 Punkten vom VfC Darmstadt. Wir sagen Glückwunsch an Tom Streicher. Und für ihn war es eine sehr souveräne Sache, sehr überzeugend hat er sich hier verkauft. Der siebte der deutschen Meisterschaft auf der Straße, einer der Stützen seines Bundesliga-Teams in Bayern Auto Eder. Wir sagen Glückwunsch dem Sieger mit 15 Punkten, Tim Wollenberg. Siegerehrung der Männer Elite C, ebenfalls über 40 Runden, gemeinsam mit den Junioren gestartet. Und wir begrüßen zunächst auch mal hier den Drittplatzierten mit 11 Punkten, die Startnummer 36 von der RSG Gießen-Wiesek. Glückwunsch an Valentin Schalloy. Auf Platz 2 mit 25 Punkten die Startnummer 50 vom VfC Darmstadt, der Radsportler Stenzel. Daher ist mal ein Applaus für den Zweitplatzierten vom VfC Darmstadt. Jakob Stenzel, nochmal Glückwunsch. Auch von Frau Wagner im Namen des RSC Bad Homburg und der Stadt Bad Homburg. Dann schließen wir erstmal ab und empfangen hier gleich den Sieger mit 36 Punkten. Also er hat sich wieder mal ganz weit vorne aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ihn ja hier schon oft auch als Jedermann-Teilnehmer erlebt, aber jetzt ist er in der C-Klasse wirklich gut angekommen. Mit 36 Punkten eindeutiger Sieger heute. Glückwunsch an Martin Heine. Vom Zeichenclub Rödermark